Ich denke, wichtig ist auch Ausbaubereich Süd, weil es ist immer nur, hieß es immer Terminal 3, aber das Einzige, was wirklich auf dem Gelände ist, ist halt dieses Terminal 3. Wir demonstrieren dagegen, dass hier schon wieder Wald fallen soll. Also es sind jetzt ein paar Hektar, die halt für eine Autobahnzufahrt fürs Terminal 3 gerodet werden sollen. Das ist gehört den Drehbuhrern, ist aber auf Neu-Isenburger Gemarkung und betrifft halt auch, sag ich mal, Walldorf, weil bei uns halt im Norden eigentlich fast nur noch Flughafen ist und immer mehr Wald sowohl für diesen Autobahnzubringer gerodet wird, als eventuell vielleicht auch für eine S-Bahn in ein paar Jahren. Und wir einfach merken, dass dieser Flughafen immer näher rückt. Also dieser Autobahnzubringer ist halt außerhalb von dem eigentlichen Flughafengelände. Das heißt, das Terminal 3 wird ja auf der ehemaligen US Airbase, also innerhalb des Flughafenbesitzes, soll das gebaut werden. Und eins ist natürlich klar, wenn dieses Terminal 3 genutzt werden würde in vollem Ausmaß, wird es natürlich mehr Flugbewegung, auch mehr Fluglärm für die Leute bringen, die vielleicht jetzt gar nicht so von dem Waldverlust betroffen sind oder die halt jetzt als Neubetroffene vielleicht in Mainz wohnen. Ne? Es war mal Bannwald hier und Bannwald wurde ja Mitte der 80er, Anfang der 90er ausgewiesen, eben aufgrund der Startbahn West. Es hieß, wir haben jetzt dafür so viel Wald gerodet und dieses Gebiet hier im engeren Rhein-Main-Gebiet ist so hoch belastet, wir müssen hier jeden Quadratmeter Wald schützen. Es ist im öffentlichen Interesse, es ist für die Allgemeinheit wichtig, weil Wald ist eben Schadstofffilter, Wasserspeicher, filtert das Wasser, hat Naherholungsfunktion, ist für Naturschutz wichtig, Lärmschutz halt auch gegen alles Mögliche, wenn er halt zwischen Flughafen und Wohnort ist. Und deswegen wurde der halt geschützt. Das Terminal 3 und dieser Ausbau, das ist eigentlich überhaupt erst die Voraussetzung dafür, dass diese geplante Kapazitätssteigerung auf über 700.000 Flugbewegungen erreicht werden kann. Und deswegen muss man also sehen, es ist im Nordwesten mit den Bauarbeiten angefangen worden, dafür ist Bannwald gerodet worden und jetzt hier soll es weitergehen für diesen Autobahnanschluss. Und wir sind der Meinung, auch anbetracht der Flugzahlen, die ja rückläufig sind, das Terminal 3 wird nicht gebraucht und deswegen ist es auch unsinnig, hier weitere Bannwald zu roden. Also deswegen unsere Forderung, unser Appell auch hier an dieser Stelle an die neue Landesregierung, sie soll das Ganze stoppen, kein Terminal 3 und keine weitere Abholzung von Bannwald. Die nächsten Wälder, die hier bedroht sind, sind ein paar Kilometer weiter südlich an der Lang der Kiesgrube, wo sie aber nicht jetzt im Kopf haben, um die 80 Hektar fallen sollen für weitere Auskiesung. Ein Teil des Kieses kann man natürlich dann hier nur ein paar Kilometer weiterfahren, um hier das Terminal 3 und den Flughafen weiter zu betonieren. Der Flughafen hat sich immer weiter in die Region gefressen. Seit 1935 ist er da, damals für Zeppeline und wesentlich kleiner. Er frisst sich wie eine Krake in die Region und frisst sie auf. Wenn ich mir vorstelle, jetzt sollen noch mal mindestens 6 Hektar Wald abgeholzt werden, bricht mir das Herz, dass einfach ein paar Menschen darüber verfügen und entscheiden können, so viele Hunderttausende ins Verderben zu stürzen, finde ich ganz schlimm. Das war Bannwald, dass ein Minister Posch einfach dieses Bannwaldgesetz kippt, dass das überhaupt möglich ist in einem Land, von dem wir nicht als Bananenrepublik eigentlich immer gesprochen haben. Ich dachte, hier gibt es immer noch Rechte und Gesetze und Demokratie, aber mein Gefühl für Gerechtigkeit ist sowieso total zerstört. Und ich finde, diesen Lebensraum jetzt auch noch abzuholzen, um noch mehr Dreck in die Region zu bringen, das bricht mir das Herz. Also da würde ich mich auch am Baum anketten lassen. Finde ich ganz schlimm. Das ist meine Motivation, hier zu sein. Damit nicht noch mehr Wald kaputt gemacht wird von Fraport. Es langt jetzt wirklich schon. Es ist mehr als genug. Dieses Terminal 3, das bedeutet, die gesamte Kapazität des momentan des Münchner Flughafens, ja, wenn der fertiggestellt wird. Das heißt also 40% mehr Lärm und Dreck. Ich wohne in unmittelbarer Nähe hier zum Flughafen in Langen und hier kann man förmlich spüren, wie der Bannwald Stück für Stück aus wirtschaftlichen Interessen geopfert wird. Und der ist ein Stück Lebensqualität, die wir hier brauchen, der Flughafen. Es gibt hier Kiesabbau in der näheren Umgebung. Der Wald ist enorm wichtig fürs Klima, für das Trinkwasser, als Emissionsfilter.
ganz in der Nähe in Langen, in der Langen der Kiesgrube. Die benutzen dasselbe Gesetz, um quasi jetzt zu sagen, wir wollen jetzt nochmal 64 Hektar auskiesen. Und alles immer im öffentlichen Interesse, egal ob das jetzt 5 Arbeitsplätze, 100 oder 5.000 sind. Ne? Und so läuft das Spiel halt. Und dagegen wehren wir uns. Und das wäre eigentlich auch etwas, was wir jetzt erwartet hätten, was die neue hessische Landesregierung sofort zurücknimmt. Sie haben halt nur geschrieben, die jetzigen Bannwaldflächen sollen geschützt bleiben. Aber wir sind der Meinung, dass auch die Flächen, die vorher Bannwald waren und die jetzt einfach wieder geändert wurden, dass die halt auch diesen Schutzstatus wieder zurückerlangen sollten. Es geht vor allem auch mal darum, erstmal, dass wir natürlich Präsenz zeigen und sagen, wir sind hier, wir verteidigen den Wald, wir bleiben hier, das ist ganz klar. Aber wir müssen natürlich auch den eigenen Leuten erstmal das Gebiet so ein bisschen zeigen und sagen, hier, guckt, darum geht es uns, ne? Dass die sich hier auskennen, dass man vielleicht später auch mal weiß, wo man hin muss, wenn irgendwas sein sollte, eine Rodung, ja, dass die nicht dann dastehen und nicht wissen, wo sie hin sollen, um die Bäume zu schützen. Noch gibt es keine vorläufige Besitzeinweisung. Die Stadt Trebow hat ja dankenswerterweise den Verkauf des Waldes verweigert. Das ist vorbildlich, da sollte man anknüpfen und so weitermachen. Und wir werden halt gucken, ob es halt irgendwann mal eine vorzeitige Besitzanweisung gibt oder vielleicht ein Enteignungsverfahren. Da müssen wir wieder präsent sein. Ich muss das mal richtig verarbeiten. Wie soll ich sagen? Ich möchte noch kämpfen, dass der Wald nicht kaputt gemacht wird. Und da sehe ich die ersten kapitulieren schon. Ich werde nicht kapitulieren, ich nicht. Das sieht so aus, als hätte die Rodung für das Terminal 3 bereits begonnen. Und deshalb sind wir hier. Ja, es kommen die Erinnerungen zur Startbahn West. Das ist über 30 Jahre her. Die junge Generation ist heute nicht so sehr zahlreich vertreten, wie ich mir das erhofft habe, weil die junge Generation sagt heute den Älteren, ihr habt ja auch nichts erreicht. Die Stadtbahn West wurde gebaut und nun wird auch alles andere gebaut. Die ziehen ihren Plan durch. Ja? Also die Erde ist ja von den Vätern nicht vererbt, sondern von den Kindern geliehen. Und das ist einfach unsere Verantwortung. Wir müssen was dafür tun, dass unsere Erde schützenswert bleibt. Und es kann doch nicht sein, dass ein Wirtschaftslobbyismus da alles macht, was er will, obwohl alle Argumente doch ganz klar gegen den Flughafenausbau sprechen. Das geht doch nicht. Ja, und wer nicht kämpft, hat schon verloren. Wir wussten nicht, mit wie viel wir rechnen können. Insofern sind unsere Erwartungen auf jeden Fall auch übertroffen worden oder erfüllt worden. Das war schon mal erheblich mehr als das letzte Mal vor 2 Wochen. Ich denke, beide Veranstaltungen haben gezeigt, dass die Leute das Terminal 3 als Thema, als wichtiges Thema sehen bei den Bürgerinitiativen, dass es das sein wird, wo wir auch die nächste Zeit dran weiterarbeiten werden. Diese Planfeststellungsbeschlüsse sind unserer Meinung nach durchaus veränderbar, sofern der politische Druck da ist. Und den müssen wir natürlich erhöhen mit unserer Präsenz im Wald und im Terminal und anderswo. Und eben halt auch vor allem sichtbar und eben nicht nur über Briefe schreiben, sondern dass wir halt sichtbar vor Ort sind. Und ich glaube, das haben wir heute ganz gut hinbekommen. Und wichtig ist, dass die Leute, die fungieren ja alle als Multiplikator, dass sie das eben auch in ihre BIs tragen, in ihre Nachbarschaften tragen und erzählen, was hier passiert. Dass an für sich endlich mal dieser komplette Flugverkehr gedeckelt werden muss, weil das ist ja eine von unseren Kernforderungen, auch Flugbewegung beschränken, Flugverkehr und Lärm deckeln. Und da, wenn wir das schaffen, dann brauchen wir auch keinen Terminal 3, dann ist das auch obsolet. Also die großen Ziele behalten wir da auch im Auge. Ey, Applaus! Das ist ja auch schon hier. Mama, hattest du das schon mal gemacht? Nein. Kannst du nur noch eine Stunde handeln?